gibt es Unterschiede bei den Monowings der einzelnen Hersteller. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute möchte ich mich im Video damit beschäftigen, wie sich die Wings der einzelnen Hersteller unterscheiden. Hier die Monowings. Ihr hattet uns vor kurzem die Frage gestellt, ob es Unterschiede, taucherische Unterschiede bei den Monowings gibt. Und dann dachte ich mir, nehmen wir das zum Anlass und vergleichen einmal hier die Wings der Hersteller. Bezüglich der Wasserlage, dem Hauptgrund, warum wir ja ein Wingsystem verwenden, dass wir eine horizontale Wasserlage bekommen, sind die Wings eigentlich alle gleich. Ihr seht hier schon ein bisschen, wenn sie so da liegen, sie haben alle eine sehr ähnliche Bauform und sind alle ungefähr gleich lang. Das führt dazu, dass das Wing entlang der Flasche liegt, idealerweise an einer langen Mono 12, wie wir da schon mal ein Video dazu gemacht haben, eben eine lange Flasche, sodass das Wing sich schön an der Flasche entlang legen kann und hier links und rechts der Flasche ein Luftpolster oder eine Luftblase entsteht, die dann für den Auftrieb sorgt. Und wenn die schön links und rechts neben der Flasche ist, dann habt ihr eine möglichst stabile Wasserlage. Das ist dann auch der Grund, warum alle Wings hier sehr, sehr ähnlich sind, also die Schnitte sehr ähnlich sind. Wir brauchen eine lange Strecke, um die lange Flasche ideal zu versorgen. Würde man mit einer kurzen Flasche und mit einem kurzen Wing arbeiten, dann haben wir nur in einem sehr kurzen Bereich des Körpers den Auftrieb und das Ganze wird sehr wackelig. Strecken wir das, liegt der Taucher oder liegst du hier wesentlich besser im Wasser. Deshalb, die Bauform ist ziemlich gleich, also hier ist kein großer Unterschied. Der Unterschied in der Bauform ist marginal. Der einzige, der hier ein wenig einen Unterschied macht, ist hier das OMS. Das OMS 32 LBS, aber auch nur, das hat hier unten eine abgeschnittene Form. Damit will man erreichen, dass das Wing nicht noch länger wird, dass es eben hier möglichst kurz gehalten wird, aber eben auch nicht kürzer wie die Standardwings. Und so legt sich auch hier wieder wunderbar links und rechts und möglichst lang gestreckt auch bei diesem Wing die Gasblase. Also ich lege es hier mal drauf. Das Wing ist auch hier wieder ziemlich identisch. Wir dürfen uns jetzt hier nicht ganz auf den Zentimeter verlassen. Erstens einmal ist dieser Zentimeter egal und das andere ist, wir vergleichen hier teilweise auch unterschiedliche Größen der Wings. Das eine ist jetzt hier 32, das Hälschen ist ein 40er. Also insofern muss natürlich auch irgendwo ein bisschen Material weggehen. Wie gesagt, wir dürfen nicht allzu viel breiter werden, weil wir dann über die Flasche kommen würden. Und wenn wir über der Flasche sind, dann würde eben die Gasblase über der Flasche liegen und wieder für eine sehr instabile Wasserlage sorgen. Also insofern, in der Breite geht nichts und insofern wird das Ganze hier auf die Länge gestreckt. OMS hat hier bei diesem 32. Wing eben unten ein bisschen gerade gemacht, damit es genauso lang ist wie das 27er, das OMS hier auch noch anbietet. Ein bisschen in die Breite. Hier sieht man dann schon, dass das größere etwas breiter ist, aber das ist alles noch im Rahmen. Ihr könnt beide Wings, egal ob jetzt das 32er oder das 27er mit der Mono 12 oder im Urlaub die 80 Kubikfuß Flasche, die ja ähnlich lang ist oder ähnlich groß ist, könnt ihr wunderbar damit tauchen. Der Auftrieb ist dann eher eben eine Frage, wie viel will man heben, wie viel muss man heben. Das geht dann nach dem Einsatzzweck des Wings. Aber wir wollen ja hier jetzt einfach mal schauen, unterscheiden sie sich generell. Also wie wir schon gesehen haben, die Wings sind alle relativ gleich lang. Wo gibt es denn dann noch Unterschiede? Viele Hersteller machen inzwischen in ihre Wings, ich nehme mal das Tagline Wing, hier einen Schlitz in die Blase. Das hat den Vorteil, dass ihr durch diese Schlitze Spanngurte ziehen könnt, also Flaschenspanngurte, sodass ihr dann den Flaschenspanngurt durchs Wing legt, durch die Schlitze der Backplate. Ich hole euch mal eine Backplate dazu. Also dann hier durch die Schlitze der Backplate und so könnt ihr im Prinzip die Spanngurte hier durch Wing
und Backblade stecken und habe dann keinen zusätzlichen, ihr braucht keinen Singletankadapter, auf den gehe ich dann nochmal separat ein. Ihr braucht dann keinen Singletankadapter, sondern durch diese Schlitze kann man hier einfach durchstecken. Das Ganze mit den Schlitzen durchstecken hat dann den Nachteil, dass das Ganze etwas instabil wird. Also es gab einmal eine Zeit, da haben manche Hersteller nur wegen Backplate Spanngurte ausgeliefert. Inzwischen geben die meisten hier noch Schrauben dazu. Wenn die Schrauben nicht dabei sind, so könnt ihr hier ganz einfache Schrauben aus dem Baumarkt verwenden. Schade ein bisschen, dass sie eben Salzwasser aushalten, wenn ihr sie dort verwenden möchtet. Aber das hat dann den Vorteil, dass man hier mit den Schrauben und diesen Ösen im Wing Backplate und Wing verschrauben kann, dann wieder die Spanngurte durchzieht und damit habt ihr ein relativ stabiles System, weil eben nicht die Spanngurte und das Wing und Backplate alles so sehr lose ist, sondern Wing, Backplate durch Schrauben zusammengehalten ist und dann mit Spanngurten versehen wird, um die Flasche montieren zu können. Also alle Wings, die Schlitze haben, können somit mal grundsätzlich ohne Singletankadapter getaucht werden. Der Singletankadapter hat aber nicht nur die Funktion, das Ganze zusammenzuhalten, so wie es bei Hälschen zum Beispiel ist. Hälschen verwendet aktuell eben keine Schlitze in den Wings, zumindest bei den meisten ihrer Wings verwenden sie keine Schlitze. Es gibt ein paar Sonderformen wie das Traveler oder das Adventurer Plus. Dort werden dann auch Schlitze eingebaut und es ist im Prinzip genauso, wie ich es erklärt habe. Bei den Standard-Wings wie Eclipse ist das nicht der Fall oder auch beim Infinity. Dort wird nach wie vor ein Singletankadapter verwendet, um dem Ganzen noch mehr Stabilität zu geben und das Ganze eben noch kräftiger zu halten. Der Singletankadapter, bleiben wir gleich beim Singletankadapter, hat auch den Vorteil, dass ihr euch den Schlitz der Backplate oder den Falz der Backplate erhaltet. Die klassische Bauform der Backplate hat hier immer einen Falz, also es ist nicht einfach nur geknickt, sondern wir haben hier Platz in der Mitte. Wenn ihr hier Flaschenspanngurte durchfädelt, geht dieser Platz verloren, ihr könnt ihn nicht mehr nutzen. Wenn ihr dort ein P-Weight, also ein Bleigewicht, verwenden möchtet, das dafür gebaut ist, genau in diesen Falz reinzupassen, dann habt ihr die Möglichkeit, nicht mehr hier die Spanngurte durchzufädeln, weil eben diese Schlitze, die hier drin sind, von dem Blei überdeckt werden. Das Blei kann man auch nicht drauf machen, dann wäre es zu weit oben, sondern das Blei passt genau hier in diesen Falz und das könnt ihr dann nicht mehr verwenden, wenn ihr mit der Variante arbeitet, die Spanngurte hier durchzuziehen. Für einen klassischen Urlaubstaucher ist das egal, da spielt das keine Rolle, weil man in der Regel in den Urlaub nicht sein eigenes Blei mitnehmen wird. Deshalb auch bei den Hälschenmodellen, die klassischen Reisesysteme wie das Traveler, hat eben hier die Spanngurte durchgezogen, weil es dort ein Stück weit egal ist. Wenn ihr aber dieses P-Weight verwenden wollt, dieses Blei für den Falz der Backplate, dann kommt ihr um einen Singletankadapter nicht herum. Der Singletankadapter hat dann wiederum die Vorteile, dass ihr das ganze System sehr stabil verschrauben könnt. Ich hole auch hier nochmal ein. Wenn wir hier seinen Singletankadapter nehmen, seht ihr schon, ist der relativ lang und ihr könnt hier über eine lange Strecke die Backplate und das Wing zusammenschrauben und habt dann natürlich eine sehr stabile Geschichte, könnt vorne den Falz der Backplate nutzen, weil die Spanngurte dann hier durch den Schlitz des Singletankadapters geführt werden und somit die Flasche hier in dieser Rundung hier drin liegt und von den Spanngurten dann nur gegen den Singletankadapter gedrückt wird, der dann wieder mit der Backplate, mit eurem Tragesystem verschraubt ist. Also, wenn ihr den Falz der Backplate nutzen wollt, zum Beispiel für das P-Weight, wo es wirklich Sinn macht, um hier einfach Blei unterzukriegen, dann geht es nicht mehr mit den Systemen, dann braucht ihr immer einen Singletankadapter dazu. Das ist auch der Grund, warum viele Hersteller, obwohl sie eigentlich keinen Singletankadapter für ihre Systeme benötigen, nach wie vor einen Singletankadapter anbieten. Kombinieren könnt ihr hier nahezu alles. Die Singletankadapter sind untereinander kompatibel, sodass es hier eigentlich keine Probleme gibt. Auch hier der Tagline Alu Singletankadapter hat hier unten sogar ein Langloch. Also das passt dann im Prinzip auf jedes andere Wing. Hälschen liefert eben bei den klassischen Systemen wie Infinity oder Eclipse nach wie vor einen Singletankadapter mit.
Das Wing ist ohne Schlitz, sodass ihr hier immer den Vorteil habt, den Falz der Backplate zu nutzen. Und zusätzlich hat Hälzien hier noch ein System entwickelt, wo ihr Blei, ungefähr 2,5 Kilo, 2,7 Kilo, in den Single-Tank-Adapter reinbringt. Und somit habt ihr dann schon die gute Möglichkeit, 2,7 Kilo hinten im Single-Tank-Adapter, 3,5 im Falz der Backplate mit einem P-Weight. Dann ist schon mal ein bisschen Blei zusammen. Gerade beim Monogerät tut man sich ja oft etwas schwer, Blei unterzukriegen. Also wie gesagt, Hälzien hier ein bisschen eine Ausnahme, aber es ist durchaus sinnvoll, nicht auf den Falz der Backplate zu verzichten, wenn man nicht ausschließlich im Urlaub ist, wo man natürlich das Blei nicht mitnimmt. Der Single-Tank-Adapter gibt der Flasche aber natürlich auch Stabilität. Wie ihr hier seht, ist der ja so leicht angewinkelt, das haben alle Single-Tank-Adapter. Die Flasche liegt dann hier drin und sitzt somit fest. Sie kann dann nicht rollen oder kann sich durch die Spanngurte hin und her bewegen, sondern sie ist durch die Spanngurte in diese Winkelung hineingedrückt und kann sich nicht mehr bewegen. Wenn ihr auf den Single-Tank-Adapter verzichtet, brauchen wir ein anderes System, das eben auch wieder diese Stabilität bringt. Hier haben die Hersteller verschiedene Varianten gewählt. Techline zum Beispiel macht das hier mit so einem Polster, das ungefähr in der Mitte sitzt, sieht etwas klein aus, reicht aber vollkommen aus, um die Flasche hier zu stabilisieren. Diese kleinen Röhrchen, die da drin sind, geben der Flasche den nötigen Halt, sodass sie eben nicht ungewollt hin und her rollen kann. Aber natürlich ist es schon so, verglichen mit einem Single-Tank-Adapter, ihr seht es selbst, das ist eine viel längere Strecke, ein viel stabileres Teil, dass das letztendlich etwas kippeliger ist mit einem kleineren Teil, aber funktionieren tut es genauso. Ihr habt dann bei diesem, zum Beispiel bei diesem Techline-Modell hier jetzt die Möglichkeit, mit einem Glättverschluss das Ganze auch abzubauen. Das ist dann notwendig, wenn ihr auf einen Single-Tank-Adapter umsteigen wollt, dann stört das natürlich. Ihr würdet hier dann viel zu weit vom Wing wegkommen und darum mit Glättverschluss, man kann dieses Ding hier abbauen und das Wing dann aus den vorher genannten Gründen mit einem Single-Tank-Adapter benutzen. OMS macht es ähnlich, indem hier links und rechts diese Stäbe eingebaut werden. Also sind auch wieder letztendlich ähnlich harte Kunststoffstäbe, wie es auch beim Techline-Modell der Fall war. Hier ist das Ganze oben und unten verbaut. Also ihr habt also zweimal. Das Ganze gibt ein bisschen mehr Stabilität wie beim Techline. Auch hier gilt natürlich das Gleiche. Trotzdem ist ein metallener Single-Tank-Adapter etwas besser. Hier gibt es etwas mehr Stabilität, aber wenn ihr die Spanngurte hier fest anzieht, funktioniert das auch ohne Single-Tank-Adapter problemlos. Also nicht, dass jetzt im Video rüberkommt, das funktioniert nicht, das ist nicht gut. Es funktioniert wunderbar, nur trotzdem, jetzt rein technisch gesehen, ist, glaube ich, eben klar, dass dieses Metallteil mehr Stabilität bringen muss. Bei OMS ist jetzt so, dass man diese Dinge nicht abbauen kann, also man kann diese Kunststoffschäbe nicht abbauen. Durch das, dass sie aber links und rechts neben dem Band sind, könnt ihr hier trotzdem einen Single-Tank-Adapter einsetzen. Ja? Also diese Stabilisatoren stören nicht, wenn man zusätzlich einen Single-Tank-Adapter draufbaut. Das Gleiche ist auch bei der kurzen Version so, also bei der kleineren Version so, bei dem 27 LBS Wing ist es genauso, dass auch hier wieder diese beiden Stabilisatoren verbaut sind und auch hier wieder die Möglichkeit besteht, einen Single-Tank-Adapter zu nutzen. Das Hälzien Wing, wie gerade beschrieben, braucht natürlich keine Stäbe, es hat hier hinten nichts montiert, es ist glatt, weil es ja standardmäßig für den Single-Tank-Adapter ausgelegt ist. Und somit hat man sich den Einbau der Schlitze in diesen Wings gespart. Dearzone war einer der ersten, die diese Variante gebracht hat, dass man ohne Single-Tank-Adapter das Wing tauchen kann oder das Wing benutzen kann. Spart natürlich, wie gesagt, etwas Gewicht, gerade auch wieder für den Urlaubstaucher, der gerne wegfliegt und da Fluggepäck sparen möchte, ist es natürlich schon so, dass man ohne Single-Tank-Adapter etwas Gewicht sparen kann. Und das war dann auch der Grund, warum Dearzone damals mehr oder weniger als erster diese Variante gebracht hat.
Hier ist es so, dass die Stäbe relativ fest verbaut sind. Man kann sie aber trotzdem ausbauen, indem man hier diesen Klettverschluss wieder öffnet. Und dann muss man, hier oben sind dann zwei kleine Schlitze drin, wird man vielleicht im Video nicht sehen, könnt ihr dann diese Stäbe rausdrücken. Ist etwas mühsamer, wie es beim Tackline ist, wo man das Ganze einfach abnimmt. Aber man kann diese Stäbe rausnehmen und in der Regel ist das Stäbe rein raus ja keine Entscheidung, die man immer wieder ändert, sondern man entscheidet sich einmal dafür, diesen Single-Tank-Adapter zu benutzen oder auch nicht. Und insofern ist das hier kein Problem, hier beim Deersaun diese Stäbe auch wieder zu entfernen. Hier sieht man, die Stäbe sind relativ lang, also sie gehen hier über die Schlitze, die hier eingebaut sind. Die Schlitze sind hier beim Deersaun relativ klein gehalten, andere machen hier deutlich längere Schlitze. Spielt aber keine Rolle, wenn die Schlitze zur Backplate passen, und das tut es natürlich bei Deersaun, ist es ja kein Problem, wie lang diese Schlitze hier sind. Vielleicht habt ihr es vorher einfach schon ein bisschen mitgesehen. Die Auslassventile oder der Schnellablass ist bei allen hier unten links montiert. Das ist Standard nach dem Deersystem, dass auf der linken Seite der Schnellablass ist. Insofern ist das hier auch bei allen Winks so. Die Winks sind alle mit Doppelblase ausgestattet. Also hier ist außen ein relativ stabiles Material. Das ist dann auch ein Unterschied. Dieses Außenmaterial unterscheidet sich bei allen. Hier gibt es eben verschiedene Varianten, wie man es tun kann, wie hochwertig die Materialien sind. Hier unterscheidet sich das alles ein wenig. Allerdings robust und rein taucherisch also robust sind sie alle, und taucherisch merkt ihr keinen Unterschied, welches Material hier verwendet worden ist. Natürlich lassen sich manche Wings, gerade wie das Hälschen, relativ klein falten, klein zusammenbauen. Andere sind hier etwas steifer im Material, lassen sich nicht so leicht zusammenlegen. Das ist vielleicht wieder eine Platzgeschichte, wenn ihr hier Bedenken habt. Ansonsten die Wings, noch einmal taucherisch, macht das bis jetzt hier keinen Unterschied. Auf der Rückseite haben die Wings eigentlich alle hier eine Trageschlaufe. Ja, obwohl, ich sehe hier, der Deersaun hat keine Trageschlaufe, das Tackline hat eine, das Hälschen hat auch wieder eine. Dann schauen wir uns das OMS-Wing hier nochmal an. Das OMS-Wing hat auch keinen Tragegurt, so dass wir hier tatsächlich jetzt mal einen Unterschied gefunden haben. Hälschen und Tackline machen hier diesen Tragegurt, wo ihr das Ganze dann nehmen könnt und euer System tragen, während das OMS und Deersaun nicht tun. Die Anordnung des Inflator, also wo der Ganze aus dem Wing kommt, seht ihr, ist hier auch immer leicht aus der Mitte, weil in der Mitte habt ihr euer Ventil, also eure Flasche, und dann kommt das Ventil mit den Automaten. Insofern ist es ganz gut, wenn das Ganze hier etwas aus der Mitte ist, damit es nicht an die Flasche gedrückt wird. Haben aber alle so, auch der Deersaun, die sind hier alle aus der Mitte, sodass hier nichts passieren kann und die Ventile schön neben der Flasche liegen können. Jetzt gibt es auf der Rückseite einen Unterschied, den nur OMS aktuell anbietet, zumindest in der Standardvariante. OMS hat bei allen seinen Monowings hier oben einen Schnellablass verbaut. Also sprich, wenn ihr unten an dem Inflator, also an dem Inflatorschlauch zieht, macht es hier oben auf und ihr könnt hier euer Wing entlüften. Ihr habt damit drei Möglichkeiten. Ihr habt einmal das Schnellablassventil hier unten. Wir haben den Schnellablass hier oben und dann natürlich noch den klassischen Inflator. Also hier macht OMS einen Unterschied, auch einen taucherischen Unterschied, weil wenn ihr gewohnt seid, gerade kommend von einem klassischen ADV-System, dass ihr hier oben entlüften könnt, dann kann das hier aktuell nur das OMS in der Serienvariante. Für Hälschen gibt es ein Upgrade-Kit, sodass ihr den Inflator austauschen könnt und hier einen Schnellablass verbauen könnt. Bei den anderen zwei Herstellern gibt es das so nicht, sodass es hier beim OMS, wie gesagt, standardmäßig kommt. Beim Hälschen könnt ihr es nachrüsten. Warum das so ist, das liegt klassischerweise daran, dass man hier wieder eine Fehlerquelle hat, dass man im Deersystem, im klassischen Tech-Tauchen nicht haben möchte. Das kann eben durch das Ziehen passieren, dass das hier theoretisch zumindest abreißt, dass es hier oben nicht wieder
macht. Ihr habt hier ein relativ komplexes System in Anführungsstrichen durch diesen langen Zug, der hier oben dann etwas mechanisch auslöst, damit das Ventil ausgeht. Das ist so mal etwas, was man im klassischen Türsystem sich ersparen möchte. Auch aus dem Doppelgerätetauchen heraus kann einem passieren, dass der Inflatorschlauch zwischen die Stages, die ja links getragen werden, rutschen kann und dann könnten die Stages quasi die Kraft haben, das hier abzureißen. Ist wie gesagt Doppelgerättauchen, nicht Monotauchen, und das ist dann auch der Grund, warum OMS gesagt hat, wir machen hier ein Monowing, und diese Risiken, die man eigentlich so im klassischen Tech-Tauchen sieht, sind beim Monotauchen nicht relevant, und deswegen verbaut man hier diesen Schnellablass, eben um auch hier wieder ein, ja, ein klassisches Sporttaucher-Wing zu haben. Sporttaucher-Wing jetzt aber insofern nicht negativ, sondern es ist halt einfach, weil die Sporttauchgänge, die klassischerweise mit einer 80 Kubikfuß Monoflasche im Urlaub gemacht werden, halt keine Tech-Tauchgänge sind mit sehr langen Dekozeiten, wo man halt noch extrem viel mehr Wert auf Sicherheit und Fehlerproblematiken Wert legen muss. Es ist einfach eine ganz andere Welt dann. Wie gesagt, beim Monosystem könnten es eigentlich alle Hersteller hinbauen. Manchen sind sich halt hier der ursprünglichen Variante aus dem Doppelgerät kommend treu geblieben. Das war es dann, glaube ich, schon zu den Unterschieden der einzelnen Wings. Ihr habt gesehen, letztendlich sind sie alle irgendwo gleich. Im Detail unterscheiden sie sich. Taucherisch werdet ihr keine riesen Unterschiede merken, mal vielleicht abgesehen hier von diesem Schnellablass. Aber ansonsten sind die Wings alle lang gebaut und alle dafür gebaut für eine 80 Kubikfuß Flasche oder für eine 12 Liter Stahl, 15 Liter Stahl, wenn man sie tauchen möchte, gedacht. Andere Flaschen, gerade eine kurze 12er, macht schon gern Probleme, weil das Wing eigentlich zu lang ist. Es lässt sich tauchen, es funktioniert. Schöner ist es einfach mit einer längeren Flasche. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, damit wir euch sofort informieren können, wenn wir ein neues Video rausbringen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.